Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, habe hier eine Frage von Sir Matt CSGO Clash Royale. Und zwar, habe Roger und Tom Landry Middle School gezogen. Wie findest du die? Also, ich mache das jetzt folgendermaßen. Letzten Mal habe ich das immer hinten an das Daily Shop Video rangepackt. Dadurch sind die dann doch sehr lange geworden und wenn jemand mal wieder fragt, dann muss ich das Ganze immer wiederholen und deswegen mache ich das jetzt einfach separat. Ich denke, das macht am meisten Sinn. So, bedeutet, wir schauen uns jetzt hier in diesem Video den Roger mal genauer an. So, da haben wir den Roger. Was lässt sich über den Roger sagen? Der Roger war in der Vergangenheit ganz am Anfang, als er rauskam, relativ schwach auf der Brust. So sieht er ja auch aus. So dieses Grey Alien hier. Und ich habe den überhaupt nicht gemocht. Der Roger war für mich Schrott. Dann irgendwann, dann gab es mal einen Leggy-Buff, dann kamen neue Kombos mit hinzu und so weiter. Und das Ding ist immer geiler geworden. Und inzwischen ist der Roger einer meiner Lieblings- legendären Karten. So, dann gucken wir mal hier rein, was wir da haben. Da haben wir zum Beispiel hier am Anfang mit Kostümkarten momentan Ruby Zelda Steen. Die ist schon Ewigkeiten mit dabei. Ist ganz nice. Mit Grace, mit einer Mauer hast du schon und mit dem Schild hast du schon die Möglichkeit, natürlich auch durch die Mauer und durch die vielen Leben den nach oben zu bekommen, also dass er immer stärker wird. Na, dann haben wir hier Marmalade, eine meiner absoluten Lieblings-First-Hit-Kombos. Sollte man vielleicht dazu sagen, wenn wir das Ding maxen, machen wir das gerade mal, wenn es gemaxt wird, dann sieht die Sache schon anders aus. Dann haben wir hier mit dem Mr. Business zum Beispiel schon gleich 42 Schaden. Und mit 42 Schaden kann sich jeder denken, kriegst du schon fast alles down. Oder hier mit dem Irek Lobster, wenn das alles gemaxt ist, 46 Schaden. So, das ist gut. Das ist sehr schön. Hier mit Sacrified Robot Goat 44 Schaden. Hier mit dem Bandit sogar 47 Schaden. Also absoluter First Hitter. Ich freue mich auch schon drauf, wenn irgendwann mal für Marmalade hier die Combo Recipes draußen sind. Weil davon hätte ich gerne dann gleich zwei Krönchen. Dann kommt die nächste geile Combo. Das ist Supermodel Roger. Dafür war schon mal das Combo Recipe da gewesen. 13-fach Craze, 17-fach Gas. Hier mit dem Sad Clown. Ja. Also definitiv geil. Peter's Drawing. Also man muss natürlich dazu sagen, du hast zum einen eben Craze, dadurch wird er immer stärker und dann hast du noch das Gas. Und das Gas überleben ja schon viele Karten gar nicht. Ja? Das bedeutet also, selbst wenn er jetzt am Anfang 22 Schaden macht, greift irgendeine Karte an, dann kriegt die direkt in der nächsten, also am Ende ihrer nächsten Runde auch nochmal 17 Schaden mit hinzu. Dann bist du eigentlich schon gleich bei 39 Schaden im ersten Angriff. So, das überleben ja schon einige Karten nicht. Danach hast du 34 Angriff, dann bist du schon bei 51 Schaden. Das ist dann schon schön, ne? Ja, also definitiv ein interessantes Ding. Dann haben wir hier Ricky Spanish. Und Ricky Spanish ist auch eine ziemlich krasse Combo. Hier auch wieder mit Gas, mit Revanche und mit Leech. Das heißt, das Ding kriegst du halt echt schwer klein. Erstmal mit dem Gas macht er extrem viel Schaden. Revanche, wenn er angegriffen wird, dann haut er gleich wieder zurück. Und dann heilt er sich auch noch wieder hoch. Ja, also übelst mit Waffenkarten, ne?
Der Ricky Spanish ist krass. Dann haben wir hier Dummy Fight, war ja jetzt erst vor kurzem das Combo Recipe da gewesen. 23-fach Gas, 22 Cripple und der Burger. That's my parfait, stop hitting yourself. Himalayan und so weiter und so fort. It's not Rocket Brian, the Home Invader. Fashion Wrestling. Dann haben wir die nächste krasse. Also man sieht eigentlich beim Roger, und das finde ich halt auch sehr stark am Roger, du hast fast in jeder Combo Gas drin, ja. Fast jede Combo vom Roger hat Gas und davon nicht wenig. Ich meine, ich habe in dem anderen Video habe ich gezeigt, zum Beispiel, das war beim Teddy, der Braumeister Teddy. Er hat auch Gas, aber hier fast jede Combo hier hat genauso viel Gas und hat dann noch andere Effekte mit hinzu beim Roger, ja. So, dann hast du hier Bodyguard und noch den Burger mit hinzu. Das mit Sportkarten, also auch wieder sehr stark. Dann haben wir Power Chair Roger. Dann haben wir hier eine meiner Lieblingskombos, den Mr. Deliver. Den habe ich lieben und schätzen gelernt. Und der war ja jetzt erst vor kurzem hier als Combo Recipe drin gewesen. Und das Ding ist richtig, richtig stark. Also du hast auch wieder Legion, hast auch wieder die Bombe. Und hast noch Cheers. Ja. Geht halt alles mit hier. Educated Schule Karten. Dann auch wieder mit Gas. Den Eggnog Roger mit einer Mauer, Revanche und Gas. Sehr stark. Hier mit speziellen Drunk-Karten. Dann hast du auch hier den Artist Roger. Wieder Gas. 21 Gas. 21 Leech. Mit Kunstkarten. Den King Roger finde ich jetzt nicht so prickelnd. Badminton Roger. Auch eine nice Karte. Wo guckt der denn hin? Macht er denn? Kommt auch mal irgendwie die Kamera wieder rein? Oder geht da gerade gar nicht mehr? Hallo. Jetzt bin ich ein klein wenig überrascht. Oh, jetzt hat er mich wieder. Okay. Also, da der Badminton Roger mit Sportkarten, Shuttlecock Ring, Sportspot und so weiter. Nibbler on the Roof, dann kommt Roger Goes Down. Der ist natürlich auch geil, um mal zu heilen. 27 Burger, also 27-fach heilen, 26-fach durchstoßen, aber auch nochmal eine 13er Bombe. Das ist geil. Das ist jetzt nicht ganz so toll hier. Party Beer Implant, finde ich nicht toll. Keine gute Kombo. Dann haben wir wieder Ruby Zeldastin. Francine Roger finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Sensei Ryan, ganz cool, definitiv. Mit Cheer All und mit Motivieren. Der Winfrey halte ich jetzt nicht so toll, für so toll. Den Banker Roger finde ich auch nicht so prickelnd. Der Schecks Lemonux, mega geil. Also als Sportkombo hat halt auch relativ viel Craze, wobei inzwischen ist das jetzt auch nicht mehr so stark, ne, wenn man sich überlegt, andere Kombos machen das auch mit anderen Effekten noch mit hinzu. Dann haben wir den Roger in Disguise, momentan auch durch das Leech ganz gut und weil halt der Kostüm VGE ist. Dann haben wir Hipster Donald auch wieder mit Gas und mit Revanche, mit Musikkarten. Den Falk. Selbst das hier, ne? Ich das sehe, 12-fach Revanche, 6er Bombe, 9-fach Leech. Selbst das ist nicht mal so schlecht, obwohl es mit dieser billigen Fukinawa gemacht wird. Dann haben wir den Legman. Den Moonshine Roger oder Schwarzbrenner Roger. Auch wieder mit Mauer und Gas. Hier 19 Gas, 19er Mauer. Der Tequila Roger, auch wieder mit Revanche und mit Gas, auch mit Alkoholkarten. Müssen wir mal genau schauen hier. Welcome Mojitos zum Beispiel oder Absinth oder hier diese Malteser Likör. Revanche
Restaurant Roger, auch wieder Gas, aber Restaurant braucht hier nicht zu spielen. Dann haben wir den High Leg Man. Ja. Und das war's dann hier vom Roger eigentlich so ziemlich. Lima Driver Roger. Braucht kein Mensch. Also auf jeden Fall geile Kombos am Start bei dem Ding. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich liebe den Roger inzwischen. Ist aktuell eine meiner Lieblings legendären Charaktere. Habe ich auch mehrfach Quad-Fused im Deck. Finde ich geil. Also, wenn es euch geholfen hat und gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Throwdown mit mir dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.